Wie kommen Sie denn da drauf? Ich sage Ihnen, wie ich drauf komme. Ich wundere mich, dass Sie nicht drauf kommen. Er hat doch Ihrem Sohn sehr geholfen, sich für ihn eingesetzt. Das muss Ihnen doch gefallen haben, oder liege ich da falsch? Nein, natürlich hat mir das gefallen. Ich hätte dem Bernd ja am liebsten gerne selbst geholfen. Aber ich kenne mich doch gar nicht aus mit dem ganzen Internetkram. Für mich ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Das Einzige, was ich ihm immer gesagt habe, ist, dass er bloß die Finger davon lassen soll und sein Profil oder wie das heißt, dass er das doch einfach löschen soll. Frau Auber, wissen Sie, also wenn man heutzutage kein cooles Profil mit vielen Freundesverlinkungen, vielen Gästebucheinträgen und so hat, dann ist man total abgeschrieben. Und der Bernd, der wollte eben im Internet zeigen, dass er eigentlich mehr drauf hat in der Schule, wo er immer nur still und schüchtern ist. Also ich weiß nicht, wie es den anderen Beteiligten geht. Ich verstehe das schon so grundsätzlich, aber wirklich in der Praxis, wie sehr die Beliebtheit und das Ansehen eines Schülers davon abhängt, wie die virtuellen Kontakte so laufen, da fehlt mir einfach die persönliche Erfahrung. Dürfte ich dazu etwas sagen? Ja, bitte, Frau Bayer. Also es ist so, dass ich auch mit dem Vertrauenslehrer vom Angeklagten gesprochen habe an der Schule. Und der Herr Kern kennt sich mit diesen Internet-Communities sehr gut aus, weil er selber dort angemeldet ist. Und ja, es ist in der Tat so, dass der soziale Status eines Teenagers an dieser Schule tatsächlich auch ja, mit der Popularität seines Internetprofils zusammenhängt, definitiv. Ja. Also diese Zone wird regelrecht zelebriert und da geht es dann um so Sachen wie, wer hat die meisten Links, wer hat die meisten Gästebucheinträge, solche Geschichten. Und auch durch die Gespräche mit dem Angeklagten weiß ich, dass ihm diese Dinge enorm wichtig sind, das auf jeden Fall. Also ich komme da nicht mehr mit. Also ich habe auch mal versucht, mich da ein bisschen schlau zu machen. Ganz offensichtlich ist es tatsächlich so, dass ganz vielen Jugendlichen diese Selbstdarstellungen in diesen Communities wahnsinnig wichtig sind. Und das Fatale daran ist natürlich, dass man dann wirklich, ja, dass es zum sozialen Schlachtfeld wird, kann man fast sagen. Und wer da aus dem Rahmen fällt, der hat echt ein Problem. Ja, und das ist dann so wie im echten Leben. Die Schwächeren werden von den Stärkeren fertig gemacht. Das heißt also, wer da nicht viele Freunde hat, genau, nicht tolle Fotos hochlädt. Wer keine coolen Fotos hat und nicht so viele Klicks, der wird dann von solchen Leuten wie dem Max total fertig gemacht und im Internet öffentlich gedisst. Mhm. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass dieses Mobbing, das es ja in allen Lebensbereichen gibt, im Internet, in diesen Communities, sogar viel intensiver betrieben wird als im realen Leben, weil eben die persönliche Nähe fehlt und weil man eigentlich mit einer Rückkopplung nicht rechnen muss. Ja? Und weil man durch diese anonyme Distanz meint, ja, man kann sich alles erlauben. Also ich verstehe das alles nicht. Als ich noch in die Schule gegangen bin, ja, da wurde man schon auch mal geärgert. Aber damit war wenigstens Schluss, wenn ich in meinem Zimmer wieder zu Hause war. Heutzutage werden die Jugendlichen ja bis in ihr Zimmer verfolgt und da immer noch gemobbt. Entweder am Computer oder mit ihrem Handy. Was kann man denn dagegen noch tun? Also ich denke, Jugendliche, die sich da irgendwie gemobbt fühlen übers Internet, die sollten ganz schnell zum Vertrauenslehrer gehen. Zumindest dann, wenn in dem Bereich klar ist, dass es im schulischen Bereich eigentlich ist. Und der Vertrauenslehrer, der hat die Chance dann, zu versuchen, die Leute zusammenzubringen, und zwar real zusammenzubringen, bevor das Ganze eskaliert. Und wenn das nicht so ist, dann muss man wirklich zur Polizei gehen. Ich wollte aber doch deswegen nicht gleich zum Lehrer rennen und petzen. Ich bin doch kein Mädchen. Da wäre ich mir an deiner Stelle also nicht Max, so sicher. Also Max, jetzt bitte. Ja, aber mein Sohn wurde ja nicht nur gemobbt. Der ist ja seit dem Abend, an dem ihm das passiert ist, ist er ja verschwunden. Ich weiß ja nicht mal mehr, ob er überhaupt noch lebt. Gott, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wo er sein könnte. Nein, ich male mir schon die schlimmsten Dinge aus. Vielleicht hat ja dieser Max ihm was angetan. Alter, soll ich den in den Stein meißeln oder so? Oder er hat sich selber was angetan. Alter, ich hab keinen Plan, weil du ihn so fertig gemacht hast. Pfeifen Kasper ist da weg, was kann ich da? Also Max, wenn ich jetzt noch eine Beleidigung höre, dann schmeiße ich sie wirklich raus. Und ganz besonders übel finde ich es, dass sie jetzt auch noch diesen Bernd beleidigen, der verschwunden ist, vor seiner Mutter. Ja. Frau Auber, beruhigen Sie sich. Der Bernd, der ist bestimmt nur abgehauen. Der kommt bestimmt bald wieder. Noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen. Frau Auber, danke schön. Dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Janina Schirmann, bitte. Janina, nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ja. Auch Sie sind ja noch unter 18, auch in Ordnung, wenn ich Sie mit dem Vornamen anspreche. Ja, ja, klar. Sie müssen als Zeugin vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. 55 StPO. Auf einzelne Fragen müssen Sie nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten.
Zu Ihrem Personal, Sie heißen ja Nina Schirmann, 17 Jahre alt, Sie wohnen in Treibhausen, sind ledig, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Emil. Nein, bin ich nicht, aber ich kenne ihn von meiner Schule, er geht in meine Parallelklasse. Ja, also, dem Emil wird ja vorgeworfen, sein Mitschüler Maximilian in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai da an der Rutsche auf dem Spielplatz in Treibhausen festgebunden zu haben mit Klebeband. Dann soll er ihn mit seinem Schal geknebelt haben und außerdem soll er ihn auch noch getreten haben. Ja, der Ärmste. Also, Sie haben ein Riesenmitleid ganz offensichtlich. Laut Ihrer Aussage bei der Polizei sind Sie in jener Nacht, das sogenannte Freinacht oder Hexennacht, auch unterwegs gewesen in den Straßen von Treibhausen. Ja, ich war mit Freundinnen unterwegs und wir haben Türklinken mit Rasierschaum besprüht. Und danach sind wir noch etwas trinken gegangen. Mhm. Wann sind Sie von da weggegangen? Das war so gegen 14:45. Ja, und gegen 14:30 musste ich da mal und habe mich dann in der Nähe des Spielplatzes ins Gebüsch gehockt. Und dann ist auf einmal Emi an mir vorbeigegangen, der kam gerade vom Spielplatz. Das stimmt gar nicht, um 14:30, da war ich schon längst zu Hause. Emi, das stimmt überhaupt nicht, ich habe dich doch genau gesehen. Während ich im Gebüsch hockte, bist du an mir vorbeigegangen und hattest deine braune Lederjacke an, wie immer. Und du hattest Klebeband in der Hand. Ja, mit dem Ding hast du mich auch in der Kackrutsche gefesselt, hä? Wie ich leider erst nach Anklageerhebung erfahren habe, hatten auch Sie einen guten Grund, sich an Maximilian zu rächen. Ja, an welchen? Ich habe mich bei Ihren Mitschülern mal umgehört. Es ist doch richtig, dass Maximilian und Sie bis kurz vor der Tat ein Paar waren. Ja, das stimmt, aber ich habe doch mit ihm Schluss gemacht. Und nachdem Sie ihn abserviert hatten, da hat er sich auf ganz gemeine Art an Ihnen gerächt. Er hat unter Ihren Namen intime Bilder, die während der Beziehung entstanden sind, in dieser Internet-Community Pupils Communication ins Internet gestellt, online gestellt. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, hat er in Ihrem Namen unter diese Bilder Texte geschrieben. Und zwar hat er da in Ihrem Namen Liebesdienste für alle Willigen angeboten. Leider ist dieses Profil bereits gelöscht, sonst könnte ich Ihnen gern einen Ausdruck zeigen. Aber ja, so war es doch. Stimmt das, Janina? Dazu möchte ich nichts sagen. Ich verstehe auch gar nicht, was Sie immer auf dieser scheiß Internetsache rumhaken. Es ist doch eigentlich nur halb so wild. Vor allem die Sprüche mit dem Sexangeboten und so, das war doch, naja, so offensichtlich. Da hat doch sofort jeder Depp sofort gecheckt, dass das nur ein Joke war. Entschuldigung, aber selbst vor allem, wenn Sie da intime Fotos von Janina hochgeladen haben, dann ist es wirklich kein Joke mehr. Meinen Sie, Sie hatten ein Recht darauf, so mit Janina umzugehen? Sie werden es erfahren in Ihrem Verfahren, das ich gegen Sie einleiten werde. Schön. Janina, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie die Fotos und die Sprüche im Internet entdeckt haben? Ja, wie wohl? Beschissen natürlich! Das kann ich gut nachvollziehen. Da muss doch eine unglaubliche Wut auf den Maximilian in Ihnen aufgestiegen sein, oder? Natürlich war ich sauer. Tierisch sogar. Aber ich habe da mit den Administratoren gemeldet vom Forum. Die haben Gott sei Dank das Profil dann auch gelöscht. Und in der Tatnacht? Da waren Sie immer noch wütend auf den Maximilian. Und als Sie ihn dann da stocktrunken auf der Rutsche gesehen haben, haben Sie sich gerecht. Nein, nein. Ich meine, natürlich war ich wütend, aber... Das ist die Geschäftsstelle, aber? Entschuldigung, sag mal. Holt hier? Ja? Aha. Ja, dann schicken Sie sich doch bitte sofort in den Sitzungssaal. Ja, danke schön, Frau Jung. Frau Auber. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Ihr Sohn hat sich gerade mit einer Freundin zusammen auf der Geschäftsstelle gemeldet. Was? Ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Fällt den Stein vom Herzen. Oh. Also, er hat außerdem gesagt, dass er Informationen hat, die hier offensichtlich relevant sein könnten, ja? Ich bin ja so erleichtert. Also, bis die beiden hier sind, gibt es denn noch Fragen hier an die Janina? Nein, keine Fragen. Janina, dann bleiben Sie unbeteiligt, dürfen den Platz nehmen. Sie müssen auch nicht zu ihm, Sie können sich gern da übersetzen. Sagen wir unvereidigt. Mach mal Platz. Bernd! Oh, Platz. Bernd! Also, da brauche ich jetzt nicht mehr fragen, oh, Sie sind Bernd Auber, oder? Das habe ich aufgrund der Reaktion Ihrer Mutter mitbekommen. Wer sind Sie denn? Ich bin Nathalie Miller, eine Freundin von Bernd. Ah, okay. Frau Jung hat mir gesagt, dass Sie in der Nacht zum 1. Mai eine Beobachtung gemacht haben sollen. Ja. Dann würde ich es jetzt ganz gerne als Zeugen vernehmen. Ist aber mir schon klar, dass die Begegnung, Wiederbegegnung mit Ihrer Mutter jetzt eigentlich erstmal für Sie Vorrang hätte. Aber wir sind halt mitten in der Gerichtsverhandlung. Können wir das ein paar Minuten verschieben? Sie haben sich umarmt, das ist doch das Wichtigste, oder? Jetzt kommen Sie mal nach vorn, bitteschön, ja? Ist klar, dass Sie etliche Fragen an Ihren Sohn haben, aber ich bin mir sicher, er wird uns gleich alles erklären können.
Frau Miller, Sie können sich gerne irgendwo ins Publikum setzen. Dankeschön. Emil, es tut mir so leid, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du angeklagt wurdest, sonst wäre ich früher gekommen. Also, jetzt reden wir mal über alles. Hm? Zunächst mal, also Sie heißen Bernd Auber, das ist ja soweit richtig. Ja. Gell? Wie alt sind Sie denn? 17. Ist es dann in Ordnung, wenn ich Sie mit dem Vornamen anspreche? Ja, klar. Dann muss ich Sie auch belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Rein vorher sage ich auch Ihnen, Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Trethausen. Ledig natürlich, oder? Ledig, ja. Was machen Sie beruflich oder Schüler? Also ich bin Schüler am Waltraud-Opier-Gymnasium. Genau. Verwandt oder verschwägert mit dem Emil? Nein. Entschuldigen Sie, Herr Richter, bitte haben Sie Verständnis, aber ich muss jetzt wissen, warum mein Sohn abgehauen ist. Okay, dann fangen wir einfach damit an. Wieso sind Sie denn abgehauen? Mir ist das alles zu viel geworden. Was? Was ist dir zu viel geworden? Na, einfach alles. Der Druck, das Lernen. Du warst doch nie mit mir zufrieden, obwohl ich doch schon fast nur eins und zwei hatte. Aber ich hab's doch nur gut gemeint. Frau Auber, bitte, so schwer es Ihnen auch fällt, aber jetzt lassen Sie ihn doch mal reden, hm? Und dann bin ich auch noch von Max in der Schule und im Internet voll fertig gemacht worden. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Oh, wie süß, du Armer. Max, dann bist jetzt du ist aber einfach noch weggelaufen. Max, jetzt! Noch einmal und ich schmeiß ihn wirklich eigenhändig raus. Haben wir uns jetzt verstanden, bitte? Ja, okay. Aber warum bist du denn gerade an diesem Tag weggelaufen? Ja, ich hab dir damals alles von Max und dem Internetmobbing erzählt. Und du hast noch zu mir gesagt, dass du deswegen noch am selben Abend deswegen mit dem Direktor sprechen wolltest. Ja und? Du weißt doch, dass ich mich gut privat mit ihm verstehe. Ich dachte, das hilft. Das war mir total peinlich. Das hätte doch nur noch mehr Stress mit Max gegeben, wenn der Direktor damit zu ihm gegangen wäre. Da habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin abgehauen. Wohin sind Sie denn abgehauen? Ich bin den Mai über lang rumgereist. Rumgereist? Ja, wo waren Sie denn da? Ja, in Jugendherbergen erstmal. Und dann bin ich zur Nathalie nach Heidelberg gefahren. Die habe ich während der Osterferien im Englischsprachurlaub in Leeds kennengelernt. Das ist die Partnerstadt von Siegen. Aber warum bist du denn dann nicht gleich zu ihr gefahren und hast dich vorher noch Gott weiß wo rumgetrieben? Ja, ich wollte halt nicht, dass Nathalie merkt, dass ich von zu Hause abgehauen bin. Und weil die Ferien in Baden-Württemberg erst Ende Mai anfangen, konnte ich auch erst dann zu ihr hin. Ja. Damit sie denkt, wir hätten auch eine NRW-Ferien. Er hat mir die ganze Zeit weisgemacht, dass Sie davon Bescheid wissen. Nein! Er hat auch so getan, als würde er mit Ihnen telefonieren. Nein. Und deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht, dass er so lange bei mir geblieben ist. Also ich kann das alles noch gar nicht glauben. Ich bin jetzt einfach nur mal sehr, sehr froh, dass du wieder da bist. Ja, da gibt es jetzt mit Sicherheit noch vieles zu bereden zwischen Ihnen und Ihrer Mutter. Ja? Aber jetzt würde ich ganz gern mit Ihnen erst mal reden. Und zwar über die frühen Morgenstunden des 1. Mai. Bernd, jetzt sag schon, was du weißt. Sie wissen inzwischen, worum es geht. Ja. Dass der Maximilian Hanisch in der Nacht da an der Hutsche da auf dem Spielplatz in Trepausen gefesselt wurde mit Klebeband, verletzt wurde außerdem? Habe ich inzwischen mitgekriegt. Mhm. Wo waren Sie denn in der Nacht? Eigentlich habe ich nur darauf gewartet, dass die Zeit rumgeht. Ich wollte nämlich den ersten Zug nach Frankfurt nehmen. Aber weil er erst um 5:30 gekommen ist, bin ich noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Mhm. Und dann um 2:30 habe ich ja Nina vom Spielplatz weglaufen sehen. Sie hat geheult und war total fertig. Ach komm, Bernd, jetzt laber doch keinen Scheiß. Du hast mich garantiert nicht gesehen. Doch. Wir haben sogar miteinander geredet. Bitte? Ich habe sie nämlich gefragt, ob alles okay mit ihr ist. Aber Janina hat nur wirres Zeug geredet. Sie hat gesagt, dass Max ein Arschloch ist. Und dass sie es ihm endlich mal gezeigt hat. Sie hat gesagt, dass es verdient hat nach allem, was er ihr versaut hat. Ach, das ist ja mal interessant. Was genau, Janina, hat denn Maximilian Ihnen versaut? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, das denkt er sich gerade aus. Ja, das glaube ich auch, damit das Würstchen einem im Rampenlicht steht. Ich denke mir überhaupt nichts aus. Oh, doch. Sonst kriegst du die Klappe auch nicht auf. Ich weiß aber sogar noch ganz genau, warum du damals so fertig warst. Das hat sie mir nämlich auch erzählt. Was? Sie hat am Tag zuvor eine Absage von ihrer Ausbildungsstelle bekommen. Sie hatte sich als Hotelfachfrau beworben, aber ihr Chef hat ihr abgesagt, weil ihr ihren Namen beim Pupils Communication eingegeben und dort ihr Fake-Prostituierten-Profil gesehen hat. Also das von Max. Ja, Nina, nochmal, Sie müssen die Wahrheit sagen, sich selbst nicht belasten. Stimmt das so? Wir können auch problemlos diesen Hotelier befragen, den können wir als Zeugen hier laden, bei dem Sie sich beworben haben. Und der kann uns dann sagen, ob er da Ihr freizügiges Internetprofil gesehen hat. Ich. Wie heißt denn das Hotel? Hm? Kann ich direkt? Wie heißt das Hotel? Ja.
Okay, ja, es war so. Okay. Der Hotelier hat meine Bewerbung gesehen und die Fotos im Forum und das Profil. Und daraufhin hat er mir abgesagt und meinte, mit seiner Bewerberin, mit mir, könnte er ja nichts anfangen. Und wenn das die Kunden sehen würden und bla bla bla. Ja, so ist das wohl. Immer mehr Arbeitgeber recherchieren über Suchmaschinen im Internet über die Stellenbewerber, weil sie da abseits dieser hochglanzpolierten, wunderbaren Bewerbungen denken, ein reales Bild von den Bewerbern zu kommen. Und natürlich, Nacktbilder oder Bilder in betrunkenem Zustand, die kommen da selten gut an. Ja, aber in dem Fall, da konnte ich doch nun wirklich nichts dafür. Max, der Arsch, hat doch die Bilder ins Internet gestellt und deswegen habe ich auch die Stelle nicht gekriegt. Ja, natürlich konnten Sie da nichts dafür. Und warum haben Sie das Ganze nicht schon früher gesagt? Ja, da wusste ich ja noch nicht, dass sie Max in der Nacht festgebunden hat. Und dass der Emil deswegen angeklagt wurde. Das habe ich erst heute Morgen auf der Trebhausener Homepage gelesen. Ja, und ich habe ihn davon überzeugt, dass wir sofort von Heidelberg hierher kommen müssen. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Sie die Tat begangen haben, Janina. Stimmt das? Was? Sie war es, hundertprozentig. Jetzt gib's doch zu, deswegen hast du gelogen und gesagt, dass du mich gesehen hast. Janina, haben Sie den Maximilian gefesselt? Ja, aber oh, ich war so wütend auf Max. Ja, bist du total bescheuert, hä? Max, Sie sind jetzt nicht da. Ich habe mit der Janina gesprochen. Ich habe ihn gesucht in der Hexennacht. Und als ich ihn besoffen auf der Rutsche gesehen habe, da bin ich so wütend gewesen wegen der Absage vom Hotelier. Und da habe ich... Nee, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ja, du hast ja auch... Du warst ja auch total besoffen und dann hast du noch im Halbschlaf gelallt und gelacht. Das wäre ja erst der Anfang gewesen. Und dann bist du auch sofort wieder eingepennt. Da war ich so wütend. Da habe ich das Klebeband genommen und dich einfach festgebunden. Haben Sie denn gewusst, dass am nächsten Morgen die halbe Stadt da zu dem Spielplatz kommen wird, um den Maibaum aufzustellen? Ja. Ja, das habe ich. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Ihn mit Zahnpasta beschmiert und mit Klopapier eingewickelt. Weil ich einfach mal wollte, dass er es einfach mal spürt, wie es ist, blamiert zu werden in der Öffentlichkeit. Wenn ich mir die Fotos ansehe, dann geht es auch noch um was anderes. Nicht nur ums Einwickeln, nicht nur um die Zahnpasta. Haben Sie ihn auch getreten? Mensch, ich war einfach so wütend. Scheuert, ey. Du hast es verdient. Also, eine Frage bleibt noch offen. Wie war denn das? Haben Sie damals nach dieser Tat in diesem Profil bei Pupils Communication gepostet, dass Sie die Tat begangen haben? Nein, das kann ich mir wirklich nicht erklären. Ich glaube, da könnte ich eventuell was klären. Hä? Dann erklären Sie, die Belehrungen gelten weiter. Ja, der Emil, du warst doch einen Tag vor der Hexennacht im Jugendzentrum online, ne? Ja, schon. Warum? Ja, ich war halt ein paar Stunden nach der Tat am selben PC und du hast vergessen, dich auszuloggen. Ich bin aufs Forum gegangen. Ja, und schwupps war ich in deinem Profil, ne? Dann haben Sie dort im Namen meines Mandanten niedergeschrieben, dass er für die Tat verantwortlich war. Ja, ey, ich meine, ich war so sicher, dass er das war, ne? Ich konnte ja nicht wissen, dass die durchgeknallt hier so abgeht, ne? Auch ganz klasse, hm? Noch das Posten, damit wir auch ja auf der falschen Fährte sind. Mein Gott. Haben Sie was zu tun? Bitte? Ich habe das schon verstanden. Und ich sehe jetzt auch gar keinen Grund mehr, warum Sie lachen sollen. Das vergeht Ihnen auch gleich. Es geht folgender Beschluss. Gegen den Zeugen Maximilian Harnisch werden hiermit 3 Tage Ordnungshaft verhängt. Irgendwann wird es mir zu blöde. Ja? Und wenn Sie Angst haben, dass Sie da nichts zu tun haben, nee, da haben Sie auch was zu tun, werden Sie schon sehen. Ja, toll. Also, irgendwelche Fragen noch? Keine bleibt Frage. Der Bernd Auber bleibt unvereidigt, die Janina Schirmann bleibt unvereidigt, auch der Maximilian Harnisch bleibt unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte da hinten bei Ihrer Mutter Platz, den Bericht der Jugendgerichtshilfe brauchen wir dann nicht mehr, oder? Frau Bayer, trotzdem danke für die Information von vorhin noch. Bundeszentralregisterauszug muss auch nicht verlesen werden, Erziehungsregisterauszug, weitere Anträge und Erklärungen. Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, das hätte es früher nicht gegeben. Ich weiß, ein platter Satz, den die älteren Generationen immer schon gegenüber den jüngeren Generationen abgelassen haben, aber in diesem Fall stimmt es. Internetmobbing und auch andere vergleichbare Taten, die übers Internet laufen, die hat es früher einfach nicht gegeben. Das Internet, das müssen wir uns immer
klar machen, hat bei allen Vorzügen, die es sicherlich bietet, manche Straftaten überhaupt erst möglich gemacht. Das muss man sich bewusst machen und muss mit aller Gewalt dem Einhalt gebieten. Und das funktioniert zum Beispiel durch ein Strafverfahren, das gegen Janine laufen wird, das gegen Maximilian laufen wird. Und da werden wir genau dieses Thema noch mal sehr genau beleuchten müssen. Bei Maximilian, muss man sagen, werden wir viel früher ansetzen müssen, um es vielleicht mal ganz platt zu erklären. Wenn ich durch einfaches Schnipsen erreichen könnte, dass alle Computer dieser Welt verschwinden, dann würden Sie, Maximilian, immer noch mit beiden Beinen im nächsten Strafverfahren drinstecken. Das schaffen Sie ganz ohne Computer. Dazu sind Sie in der Lage, der Angeklagte ist frei zu sprechen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Mein Mandant ist unschuldig. Janina hat die Tat begangen. Und Maximilian, der in diesem Verfahren ja eigentlich der Geschädigte ist, der wird für sein Internetmobbing, für das, was er da treibt gegenüber seinen Mitschülern, auch noch zur Rechenschaft gezogen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass Sie nur sehr schwer lernfähig sind. Aber für meinen Mandanten heißt jetzt auf jeden Fall von meiner Seite erstmal Freispruch. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Emil, Sie haben die Anträge gehört. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, natürlich war es blöd, dass Janina mir das angehängt hat. Aber der Max hat es echt verdient. Ihn sollten Sie bestrafen, nicht die Janina. Ja, das Urteil verkündigt nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Emil Seifert wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Wo in der Freinacht oder Hexennacht, wie es offensichtlich auch heißt, die harmlosen Streiche aufhören und Sachbeschädigung und andere Straftaten anfangen, das ist oft gar nicht so klar. Janina, ich glaube, wir sind uns alle einig. Bloßes Einwickeln mit Toilettenpapier und mit Zahnpasta beschmieren, das wäre ein harmloser Streich gewesen. Und ich glaube sogar, in dem speziellen Fall wäre Ihnen der Applaus von fast allen gewiss gewesen. Aber fesseln, knebeln, treten, das ist in jedem Fall weit jenseits eines Streiches. Und da mag das Opfer noch so unsympathisch und selbstherrlich sein. Ja? Und dann noch den Emil falsch bezichtigen, der überhaupt nichts gemacht hat. Das ist kein Zeichen von Größe und Charakter. Ja, Emil, und nachdem Sie falsch bezichtigt worden sind, sind Sie natürlich frei zu sprechen. Frau Hauber, das Wichtigste ist, dass Ihr Sohn wieder da ist. Ganz toll. Toll finde ich es auch, dass er den Mut aufgebracht hat, heute hier wieder zu erscheinen. Und er ist ja nicht zurückgekommen, weil er zu Ihnen wollte, sondern weil er gesagt hat, da muss ich dem Emil aus der Patsche helfen, um die ganze Geschichte hier aufzuklären. Das spricht dafür, dass Ihr Sohn mehr Power, Charakter und Hirn hat als so manch anderer in seinem Alter. Und damit sind wir unweigerlich bei Ihnen, Maximilian. Sie haben heute während der ganzen Hauptverhandlung einmal was Vernünftiges gesagt. Und zwar, als die Frau Auber gefragt hat, welche Eltern können denn ihr Kind so falsch erziehen? Da haben Sie gesagt, meine. Aber Sie können nicht alles auf die Erziehung schieben. Auf Sie passt ein Spruch von Mark Twain, der hat mal gesagt, Erziehung ist bei manchen nichts anderes als die organisierte Verteidigung der Erwachsenen. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Maximilian Hanisch wurde wegen Beleidigung in zwei Fällen, Verleumdung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und falscher Verdächtigung, zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Janina Schirmann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Freiheitsberaubung, uneidlicher Falschaussage und falscher Verdächtigung zu 90 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.